Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir, dem Partypnyx. Dieses Spiel ist, ich will nicht sagen, mein Lieblingsspiel aller Zeiten, aber doch, es ist mein Lieblingsspiel aller Zeiten. Ich finde es einfach klasse und deswegen dachte ich mir, bringst du doch einfach mal davon ein Let's Play. Und ich will gar nicht lange rumerzählen. Wir fangen einfach mal direkt an mit einem neuen Spiel. Es handelt sich hier um die Skyrim Special Edition. Wenn ich da richtig informiert bin, sind da alle Mods bei. Alle Mods sage ich schon, Entschuldigung, alle Add-ons. Und ich glaube, jetzt halte ich einfach mal die Schnauze. Also, bis gleich. Seid ihr wach? Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schor, Mara, Bibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wiloth immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric.
von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht umbringen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? So. Und da landen wir direkt in der Klassenerstellung. Wir können hier auswählen zwischen Argonian, Reptilwesen, optimal an das heimtückische Sumpfgebiet der Schwarzmarsch angepasst, besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Krankheiten und können unter Wasser atmen. Mit ihrer Kraft heilender Haut können sie ihre Gesundheit sehr schnell regenerieren. So sehen die aus. Echsenmänner habe ich sie immer genannt. Aber wir gucken erstmal weiter durch. Dann haben wir jetzt noch die Bretonen. Hätte ich jetzt gesagt, einfache Menschen. Zusätzlich zu ihrem schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst rühmen sich selbst die einfachsten Bretonen von Hochfels ihres Widerstandes gegen Magie. Bretonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Mhm. So kann man es jetzt nochmal sehen. Also ich würde einfach sagen, sehen aus wie ganz normale Menschen. Und sind etwas magieresistent, wie es aussieht. Kommen wir nun zu den Dunkelelfen. Dunkelelfen, finde ich, sehen ziemlich interessant aus. Was gibt es denn zu den Dunkelelfen zu sagen? Die in Morrowind beheimateten Dunkelelfen oder auch Dunmer verfügen über bemerkenswerte Schleich- und große magische Kräfte. Sie besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Feuer und können die Kraft Zorn der Ahnen einsetzen, um sich mit Feuer zu umgeben. Wie ich auch gehört habe, ist, wenn man jetzt mit Zerstörungszaubern arbeiten möchte, also seine Angriffe auf Zauber legt, die Dunkelelfen das Beste, was man auswählen kann. Aber wir gucken noch weiter. Kommen wir nun zu den Hochelfen, die in ihrer Heimat, den Somerset-Inseln, auch unter dem Namen Altmer bekannten Hochelfen, sind das begabteste Volk in den arkanen Künsten. Sie benutzen ihre Kraft der Hochgeborenen, um ihre Magika schnell zu regenerieren. Also auch sehr magieorientiert, diese Rasse. Gut, kommen wir als nächstes zu den Kaiserlichen. Kaiserliche auch ganz normale Menschen. Und die Kaiserlichen sind halt auch das Volk, was am meisten hier vertreten ist. In Himmelsrand. Die Einwohner von Cirodiil haben sich als verschlagene Diplomaten und Händler erwiesen. Sie sind geschickt in Kampfkunst und Magie. Wo immer Goldmünzen zu finden sind, finden Angehörige des Kaiservolks stets ein paar mehr als alle anderen. Mit der Kraft Stimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. Also es hört sich ja schon mal eigentlich ganz gut an. Man findet mehr Geld als die anderen Klassen. Und wenn vielleicht einem ein Gegner gerade mal aus dem Weg gehen soll, kann man den ablenken oder friedlich stimmen. Aber schauen wir mal weiter. Als nächstes kommen die Khajiit. Sie stammen aus der Provinz Elsweyr, sind intelligent, schnell und behende. Sie sind ausgezeichnete Diebe, da sie sich von Natur aus heimlich bewegen. Alle Khajiit können in der Dunkelheit stehen und verfügen über waffenlose Klauenangriffe. Khajiit konnte ich mir auch teilweise früher nicht merken. Katzenmenschen habe ich sie dann genannt. Auf jeden Fall sehr interessant, gerade wenn man beispielsweise mit Dolchen arbeiten möchte oder auch waffenlose Angriffe durchführen möchte und halt, wie es die Beschreibung auch schon sagt, perfekt zum Schleichen da. Kommen wir als nächstes zu den Nord. Nord, auch normale Menschen. Die Bürger vom Himmelsrand sind große blonde Menschen. Die Nord sind stark, zäh und für ihre
Kälteunempfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt. Mit einem Kampfschrei schlagen sie ihre Gegner in die Flucht. Ja, das sagt ja schon eigentlich viel aus. Das bedeutet, hier ist vielleicht ein Zauber, wenn man auf Zerstörungszauber geht, nicht so angebracht. Hier sollte man vielleicht eher mit Waffen arbeiten, mit Zweihandwaffen oder mit Doppel-Einhandwaffen. Aber das sehen wir dann, wofür wir uns entscheiden werden. Die nächste Klasse, der allseits bekannte Ork. Auf jeden Fall die grimmigste Gattung von allen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Als Bewohner der Wodgarianischen, tut mir leid, das kannte ich jetzt noch nicht, das Wort, und der Drachenschwanzberge sind orkische Schmiede für ihre Kunstfertigkeit berühmt. Ork-Truppen in schwerer Rüstung gehören zu den besten Kämpfern des Kaiserreichs und sind furchterregend, wenn sie ihre Kraft Blutrausch einsetzen. Da bin ich tatsächlich schon am Überlegen, ob wir uns im Endeffekt für einen Ork entscheiden sollen. Aber ich tendiere im Moment doch noch eher zu etwas anderem. Aber dazu kommen wir noch. Als nächstes der Rotwadone. Auch noch einmal rechts und links zeigt. Die von Natur aus besten Krieger Tamriels, die Rotwadonen aus Hammerfell, sind besonders zäh und besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Sie sind in der Lage, im Kampf die Kraft Adrenalinschub einzusetzen. Was Adrenalinschub bewirkt, weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute jetzt einfach mal, dass Adrenalinschub einem mehr Ausdauer gibt, dass man mehrere stärkere Angriffe einsetzen könnte. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch eine Klasse, und das sind die Waldelfen. Die Waldelfen, zu denen ich ehrlich gesagt tendiere, für die wir uns entscheiden. Was gibt's denn darüber zu sagen? Der Volksstamm aus den Wäldern des westlichen Walenwald ist auch als Bosmer bekannt. Waldelfen sind gute Kundschafter und Diebe, und ganz Tamriel gibt es keinen besseren Schützen. Sie sind von Natur aus resistent gegen Gifte und Krankheiten, und sie befehlen Tiere mit der Kraft Tier beherrschen, für sie zu kämpfen. Zudem, so wie ich auch wieder gehört habe, ob das jetzt stimmt, weiß ich jetzt nicht. Genauer habe ich mich darüber nicht informiert. Es ist zwar mein Lieblingsspiel, aber ich spiele halt das Spiel und lese mich da jetzt nicht so krass in die Thematiken und die Vor- und Nachteile einer Klasse ein. Aber so wie ich gehört habe, sind die Waldelfen ganz besonders gute Bogenschützen. Und ich möchte schon gerne, glaube ich, ein Bogenschützen spielen. Und deswegen werden wir uns jetzt einfach hier für den Waldelfen entscheiden bei dieser Sache. Okay. So, das Geschlecht können wir hier noch auswählen. Männlich oder weiblich. Wir werden bei männlich bleiben, auch wenn der hier ein bisschen komisch aussieht, aber das können wir ja alles jetzt hier noch in der Charaktererstellung umstellen. Hier gibt es noch Vorgaben. Ah. Ich kann das alles mit der Tastatur steuern, das ist schön. So. Wen haben wir denn da? Oh, das finde ich sehr interessant aus. Sieht aber eher aus wie so ein kriegerischer Waldelf, der gerne mit Waffen kämpft, also mit Schwert oder Axt oder so. Finde ich nicht so richtig gut für einen Bogenschützen. Das hier ist schon eher jemand. Die Frisur gefällt mir nur nicht. Aber das können wir ja alles noch umstellen. Oh, der sieht aber auch sehr grimmig aus. Ah, er hier sieht fast aus, wenn er jetzt die langen spitzen Ohren nicht hätte und die Augen schon eher aus wie ein Mensch. Genauso wie er. Na gut, er auch. Es
ist allgemein so. Gut. Als Vorentscheidung nehmen wir jetzt einfach mal den hier. Die Hautfarbe können wir uns jetzt noch mal eben angucken, ob wir jetzt eher einen etwas helleren Hauttyp haben möchten oder einen dunkleren Hauttyp. Also ich werde mich hier für den dunkleren Hauttyp entscheiden. Einfach nur, er ist ein Waldläufer. Der Tarnung wegen. Sagen wir einfach mal, ist es gut für die Tarnung. Auch wenn das, glaube ich, gar keinen Unterschied macht, welche Hautfarbe jetzt ein Charakter hat und welche nicht. Das Gewicht. Ah, da wir Bogenschützen sind, müssen wir jetzt nicht so kräftig aussehen wie dieser junge Mann jetzt hier. Ich denke, reicht eine gesunde Muskelpartie hier aus. Weil man doch vielleicht mal mit Schwert oder Axt kämpfen muss. Ich finde, das passt hier schon ganz gut. Okay, gehen wir weiter zum Kopf. Guck mich mal an, Maestro. Die Gesichtsfarbe. Gehen wir doch einfach mal. Das sieht natürlich auch sehr interessant aus. Hier sieht es so aus, als ob er schmutzig wäre. Oder sind das Narben? Bin mir jetzt nicht so sicher. Wir gehen einfach mal hier ganz nach rechts, recht dunkelhäutig. Als nächstes kommen wir zum Schmutz. Hat unser Charakter Schmutz im Gesicht? Schmutz unterm Auge. Das ist okay. Schmutzfarbe. Ah ne, das war eher gar kein Schmutz, glaube ich. Ja, das war gar kein Schmutz. Wir beide haben bei gar keinen Schmutz. Narben. Ah, wir sind natürlich vom Krieg gezeichnet. Wo ist die Narbe? Ach, auf der Seite. Aber nicht so extrem. Wir wollen ja nicht entstellt sein. Wir haben ein paar kleine Narben hier und hier kann man sie sehen. Das soll reichen. Kriegsbemalung. Da bin ich ja in diesem Spiel ein Riesenfreund von, auch wenn man vielleicht später gar nicht mehr die Kriegsbemalung so wirklich sieht. Aber sowas, finde ich, hat schon was. Und ich finde, gerade in so altertümlichen Spielen, eine Kriegsbemalung gehört da schon irgendwie dazu. So. Das wäre ohne. Sieht ein bisschen komisch aus. Wir werden uns, denke ich mal, tatsächlich für diese Kriegsbemalung hier entscheiden. Die Farbe der Bemalung, sie soll schon ein bisschen zur Geltung kommen, deswegen werde ich hier, denke ich mal, eine rote Farbe auswählen. Ja, das hat mir schon sehr gut gefallen. So ein richtig schönes, knalles Rot da rein. Gut, sind wir mit dem Kopf fertig. Jetzt kommen wir zum Gesicht. Meistens habe ich an dem Gesicht gar nicht so viel zu verändern, weil mir das dann meistens zu sehr ins Detail geht. Nasenart, ja, die können wir nochmal einstellen. Oh komm, nehmen wir so eine Nase. Und beim Rest muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das sowas von egal. Gut, die Augen. Schwarze Augen. So, Augenfarbe. Man kann auch unterschiedliche Augenfarben wählen. Das finde ich sehr interessant. Das nehmen wir, glaube ich. Augenhöhe, Augenbreite, Augentiefe ist mir relativ egal. Lidstrichfarbe, die auch, da ist nämlich unsere Kriegsbemalung drüber. Daher fällt das gar nicht so auf. Braue. Eins zu weit. Brauenart.
Müssen wir nichts so Ausgefallenes nehmen. Nehmen wir einfach das hier. Die Braunhöhe, Braunbreite und Braunlänge ist mir hierbei auch wieder egal. Der Mund. Wie wird der im Endeffekt aussehen? Ich möchte keinen allzu großen Mund. Manche sehen dann nämlich auch, wie ich finde, extrem komisch aus. Nehmen wir doch einfach den hier. Mundhöhe, Mundvorstand, Kinnbreite, Kinnlänge, Kinnvorstand und die Lippenfarbe. Da gucke ich nochmal. Sind mir eigentlich relativ egal. Hierbei nehmen wir einfach hier das etwas dunklerere. Und die Haare. Haare finde ich immer ganz interessant, obwohl ich das hier schon gar nicht so schlecht finde für einen Waldelfen. Aber gucken wir doch einfach mal durch. Was haben wir hier? Ach, das ist die Frisur, die gefällt mir nicht. Den Iro brauchen wir auch nicht. Das hier ist diese komische Frisur, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Fast kahl geschoren. Einen leichten Haaransatz kann man noch sehen, aber das gefällt mir nicht. Standardmäßige Haare, lange Stirn. Mhm. Ich finde, bei einem Elfen sieht es gut aus, wenn ein Elf lange Haare hat. Und daher tendiere ich halt tatsächlich zwischen diesem Haartyp und dem Standardhaartyp hier. Obwohl mir da diese Geheimratsecken nicht so gut gefallen. Deswegen bleiben wir tatsächlich bei diesem Zopf obendrauf. Der Bart. Bart sollten wir auf jeden Fall tragen. Ich finde, auch wenn Elfen eigentlich nicht so oft mit Bart auftreten, finde ich aber schon ganz schön, weil, ja, so sind mir dann doch ein bisschen zu viele Narben hier unten. Deswegen werden wir auf jeden Fall etwas Bart tragen. Wir müssen ja nicht übertreiben mit Bart. Und so einen Rauschevollbart nehmen. Aber den scheint es auch gar nicht. Doch, jetzt fangen die längeren Bärte an. Aha. Das hier ist doch ein schöner Standardbart. So trage ich ihn auch in Wirklichkeit. Von daher nehmen wir das hier einfach mal so. Und kommen wir nun zur Haarfarbe. Ich finde, ein Elf, er hat helle Haare. Ob wir jetzt das... Ein Weiß nehmen wir nicht. Ein Weiß passt, wie ich finde, eher zu einer Magier oder so. Ich denke mal, wir werden auf das Blond gehen, was ganz am Anfang war. Diese Haarfarbe und Bartfarbe, die gefällt mir schon ganz gut. Und ich denke, dabei sollten wir dann bleiben. Okay. Dann sind wir soweit mit der Charaktererstellung fertig. Und wir geben unserem Charakter jetzt einen Namen. Und wie sollen wir uns nennen? Natürlich Partypnyx. Was auch sonst. Und schon geht's nicht weiter. Viele Waldelfen würden es wagen, allein nach Himmelsrand zu kommen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Nur, was ist denn der Block? Es tut mir leid, wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Walenwald zurückgebracht werden. Was? Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Wollt ihr mich etwa töten? Oh, das gibt's doch nicht. Oh. Bewegt sich von alleine. Ich kann hier auch gar nichts machen. Ja. Das wird ja ein sehr interessantes Spiel. Manche hier in Helgen gleich sind wir tot. Aber ein Held setzt nicht eine Spiel ist zu Ende. Immer ein, ich hoffe, es hat euch gefallen. König zu ermorden und sich auf dessen Thron aber ich zu bin setzen. Wieder ruhig. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen.
ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Oh. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Waldelf, ihr seid dran. Oh, wir sind schon als nächstes dran. Oh Gott. Was ist das? Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Aber ich möchte nicht. Oh, ich kann mich wieder nicht dagegen wehren. Wollte mich eigentlich noch umgucken. Lecker. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? In den Wolken! Oh, oh. Ein Drache! Wie ist das möglich? Oh, da musste ich aber ein bisschen springen. Oh, oh, da muss ich anscheinend hin. Oh, oh. Oh, ich muss hier weg. Oh Gott. Immer noch am Leben. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Okay. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Aber das ist doch ein Kaiserlicher, der wollte mich töten. Ich weiß nicht, ob ich diesem Mann vertrauen sollte. Bleib nah bei der Wand. Oh! Das sah etwas komisch aus. Ah, so kann man sprinten. Okay. Wurde etwas umgehauen. Oh, die arme Frau lag da tot. Sprinte mal so ein bisschen. Oh. Aus dem Weg! Wir fliehen, Hartmann! Diesmal haltet ihr uns nicht auf! Die bringt euch alle nach Sovngarde. Ihr da! Los in die Festung! Ihr wolltet mich töten? Ich gehe eindeutig mit ihm hier. Oh. Sind wir dem Drachen jetzt entkommen oder zumindest sicherer hier? Ob das so sein wird, das sehen wir dann das nächste Mal. Bei der nächsten Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da. Bis dann und tschüss.